Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, second try. Wir müssen wieder in die Library rein. Weil wir müssen ja noch den Buchwart finden. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Ja, den Anfang wissen wir ja, wie wir den machen. So, wir gehen mal ein bisschen in Deckung. Zeitlich passt das ganz gut. Der Dicke kommt nämlich gerade. So. Komm her, du Sau! So, nächster. Ich glaube, ich hätte die alle gar nicht töten müssen. Aber ich musste die Kiste erneut plündern. So, die haben wir. Den Brief haben wir schon gelesen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht. Ist jetzt nicht essentiell für die. Nee. Für die Quest. Oh, jetzt machen wir uns hier oben nochmal zu schaffen. Das hatten wir auch. Das angemessene Bibliotheksverhalten. Habe ich euch letztes Mal übersehen? Das ist ja ein Ding. Mal gut, dass wir gestorben sind. So, diesmal nehmen wir alles mit. So. Untertauchen, okay. So, dann gehen wir wieder rein. Wenn er uns denn lässt. Gut. Das ist ja jetzt richtig ungünstig. Okay. Das lief schon mal nicht nach Plan. Ich dachte, er steht andersrum. Jetzt war endlich hin, ich muss dich mitnehmen. Komm mal her, mein Gutster. Du warst unartig, du warst laut in der Bücherei. Deswegen gehst du jetzt auf die stille Treppe. So. Da kannst du dich mal ein bisschen in Ruhe üben. So, diesmal gehen wir gleich den richtigen Weg. So. Das ist gar nichts. Bei den östlichen Feldzügen war es schlimmer. Aber das ist eine Bibliothek. Wir sollten etwas tun. Dafür bezahlen die nicht genug. Das ist die richtige Einstellung. Du kannst mir doch nicht erzählen. Was machst du denn da? Ich kletter hier irgendwo hoch. Oh, Kacke. Kann ich hier nicht wieder zurück? Das ist ja jetzt doof, ne? So. Komme ich zumindest darüber? Okay. Schade, schade. Okay, wir haben einen hier vorne. Da ist die Kiste. Da ist der Dicke. Ach, der Dicke geht gar nicht die Runde, ne? Der Dünne. Aber hast du gesehen, wie viele Alpharahina dabei sind? Ach so. Okay, wenn der Dicke da stehen bleibt und hier in die Richtung guckt nur. Das
Ist natürlich die Frage, ist da noch eine Wand zwischen, ne? So, der ist hier hinter. Kann ich am Bücherregal nochmal hoch? Ja, ne? Wunderbar. Da würde ich jetzt pfeifen, würden wahrscheinlich die von hier oben kommen. Die will ich ja gar nicht haben. Okay. Der guckt nach da. Okay, es interessiert ihn nicht. Ich will, dass der hier vorne hingeht. Hey, was ist denn das für ein Viech? Ja, der lässt sich von nix aus der Ruhe bringen, ne? Hm. Kann ich hier rüber? Da ist der Buchwart. Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzar schreiben. Ich frage mich. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Okay, das heißt, ich kann jetzt wieder zurück, ja? Okay, unauffällig wieder zurückgehen. Da gibt es ja eine Schwierigkeit. Wie komme ich denn? Oh nein. Okay. Ganz kurz gefettfingert. So, jetzt sollen wir nach... In 38 Metern ist eine Truhe. Die würde ich mir natürlich auch noch gerne gönnen. Wie er da einfach so voller Motivation gegenjumpt. So, kommen wir hier, können wir außen lang klettern? Du bist ein Idiot. Er sollte doch aufs Vordach. Okay, hier unten schöpft ja keiner Verdacht, ne? So, wo haben wir denn die Truhe?
Berechnung des Erdumfangs. Jeder Gelehrte in Bagdad, der Abbasiden, wusste, dass die Erde rund ist. Sie wussten es, weil sie es in übersetzten griechischen Manuskripten darüber gelesen hatten. Das wichtigste dieser Manuskripte war wohl Ptolemäus Almagest, das von dem großen abbasidischen Astronomen As-Sufi Susu übersetzt worden war. Sie wussten es auch, weil sie mit Hilfe von einfachen geometrischen Überlegungen und trigonometrischen Gleichungen ihren Umfang berechnet hatten. Um das Jahr 240 vor unserer Zeitrechnung benutzte ein griechischer Mathematiker namens Eratosthenes die Schatten von Holzstäben, um zu berechnen, dass zwei Städte 7 Grad oder den 50. Teil einer Kugeloberfläche voneinander entfernt lagen. Er multiplizierte den Abstand zwischen den beiden Städten mit 50, um die Größe bzw. den Umfang der Erde zu berechnen. Und sein Ergebnis wich nur ca. 5% von modernen Berechnungen ab. Alter, Respekt! Nicht schlecht. Irgendwann um das Jahr 830 ahmte ein Team von 70 Mathematikern um den berühmten Al-Khwarizmi dieses Experiment nach. Sie konnten die Methoden ihres Vorgängers verbessern, indem sie sich Punkte suchten, die jeweils genau 1 Grad auseinanderlagen. Dazu reisten sie von Bagdad aus auf einer Straße in Nord-Süd-Richtung um die umgebende Wüste und stoppten, wenn sie einen Punkt erreicht hatten, an dem sich die Höhe des Polarsterns um genau 1 Grad verändert hatte. Ihre Berechnungen ähnelten den von Eratosthenes. Später erhielt der Wissenschaftler Al-Biruni noch bessere Ergebnisse, indem er anstelle von Stöcken die Schatten von Bergen als Anhaltspunkte nahm. Beide Expeditionen waren einerseits durch den Wunsch motiviert, die genaue Größe des eigenen Reichs im Vergleich zu seinen Rivalen zu bestimmen, und andererseits durch die Vorschrift des Islam, sich zum Gebet in Richtung der Kaaba in Mekka zu wenden, unabhängig davon, wo auf der Welt man sich gerade befindet. Das beweist, dass Religion und Wissenschaft durchaus nicht immer in Konflikt stehen. Also Wissenschaft, um die Religion durchzusetzen, richtig durchzusetzen oder durchzuführen. Interessant. Die Kiste ist oben. Nun dann, denn wollen wir hoch hinaus. So, 13 Meter noch, also hier noch hoch. Das Dollar auffällt, wenn wir einfach stumpf ist Trumpf. 30k zahlt sich mal wieder aus. So. Da drinnen wird ja wahrscheinlich die Kiste sein. Oder obendrauf. Das können wir nicht kaputt machen. Immer noch 12 Meter. Ist die vielleicht unter 14, 15? Oh nein. Die ist unter uns. Ja. Sieben Meter. Die muss direkt hier drunter sein. Ich will mit dir reden.
Keiner mehr da. Warte. Komm, wir machen es uns hier gemütlich. Ich habe Blumen mitgebracht. Ich alter Romantiker. So. Verbotener Bereich. Kein unerlaubter Zutritt. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich glaube, der da hinten hat den Schlüssel. Nachricht zum vermissten Schlüssel. Das Haus der Weisheit ersucht diejenige Person, die den Schlüssel zur astronomischen Bibliothek im zweiten Stockwerk ausgeliehen hat. Diesen baldmöglichst bei einem der diensthabenden Bibliothekare abzugeben. Der große Astronom bittet alle Schüler, in Zukunft keine Schlüssel mehr ohne seine Erlaubnis auszuleihen. Ja. Was ist das? So, die können wir kaputt machen. Kommen wir durchs Fenster ersatzweise rein? Okay, er hat auch keinen Schlüssel. Was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Ja, genau. Ich muss ihn ins Bein schießen. Schieße erstmal auf die Eisenrüstung, ne? Erstmal auf die Panzerplatten schießen. So. Richtig dumm. Okay. Ein Stößel. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Wir nehmen ihn mal mit. So. Aber wo finden wir jetzt den Schlüssel von dieser Kiste? Der Opa, wegen dem wir eigentlich hier sind, der ist bestimmt schon tot. Ich glaube, da hat auch seine Veggie-Kost nicht mehr geholfen. Bis wir hier endlich wieder zurück sind. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ne, der hat auch keinen Schlüssel. Hast du schon? Ich finde es skandalös, was diese Arib sich alles herausnehmen kann. Sie ist lüstern und stolz darauf. Ich begreife nicht, wie sie trotz ihres gottlosen Benehmens so alt werden konnte. Die Eunuchen erzählen unglaubliche Geschichten. Saida Arib scheint... Warte mal. Hatte ich hier nicht eben was... Ach so, nee, mir wurde der Haufen nur angezeigt. So, die Tür hier ist verschlossen. Von der Innenseite, ne? Was macht denn der da? So. Dass der nicht mal ruhig stehen bleiben kann. Lederbauteile und Stahlbarren. Ich glaube, ich kann meine Rüstung schon komplett aufwerten. Und eine Pfauenfeder. Da sind auch wieder drei Wachen.
So, die Tür geht nicht auf. Ich war mit Ekbel zusammen, als die Mob... Weißt du, es war nicht Sajad, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Wer war damit... Hm? Was war das? Ja. Kommen die zu zweit oder alleine? Was? Nein, verdammt! Okay. Los jetzt! Ich schaff's doch nicht! Hör, falsch pariert! Ich hab nichts gesehen! Ach, ich hab keine Ausdauer! Gönnt mir mal einen kleinen Moment! Keine Ausdauer. Reiß dich zusammen, was? Sofort. Ich töte dich. Uiuiuiuiuiui. So, von denen hat aber auch keinen Schlüssel, ne? Hier Tiere haben. Okay, haben wir hier Bären? Bestimmt hat er den Schlüssel. Es sieht schon so aus. Sonst gibt es heute nicht so viele Mücken. Hallo. Bruder, halt! So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gewiefter hier rangehen. Schicksal ruft. Es war dein Schicksal zu sterben. Okay. Irgendwann hat der Kalib keine Wachen mehr und ich habe immer noch keinen Schlüssel. Aber ich weiß natürlich auch gar nicht, ob die Wachen den Schlüssel haben, weil eigentlich muss den Schlüssel ja irgendein blöder Bibliothekar... oder Student oder irgendwas haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir den Schlüssel kriegen. Was siehst du, Enkidu? Aber wir können ja mal Enkidu fragen. Er hat gerade was gefunden, oder? Buchsammler. Da hinten ist er. Oh. Oh. Ich habe mich komplett auf der falschen Seite durchgeschlagen. Oh, das ist so ein Witz. Der ist unten. Nein. Buchsammler, aber Buchsammler heißt ja nicht, dass da der Schlüssel ist, oder? Hier hätten wir noch eine Kiste. Das ist in dem Bereich, wo... Oh, nein. Schlüssel? Wo ist der Schlüssel von dieser Truhe? Beim Buchsammler war doch kein Schlüssel, oder? Es war jetzt eigentlich nicht meine Intention, hier den ganzen... Da ist der Schlüssel. Oh, hier sind so viele Truhen noch. Aber die will ich jetzt eigentlich nicht alle holen. Ich wollte den Opa seinen Kram bringen und dann wollte ich das nächste Bruderschaftshaus irgendwann mal in Angriff nehmen. Ah, das, also, das war jetzt nicht meine Intention hier hinter der Kiste. Na gut. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Okay. Was? Misstrauen hält uns auf Zack. Merkwürdig. Ja, das war komisch jetzt mit dem Pfeifen, ne? Geh mal nachgucken. Da war nichts. Was war das? Guck doch mal genauer. Der Busch. So. Kleiner Tipp, ich habe mich genau hier versteckt. Da war ich. Achtung! Jemand ist da, wo ihr nichts zu suchen habt. Immer bereit und geb auf dich. Bitte nicht vom Weg abkommen. Die Blumen sind frisch gedüngt. So. Da wollte ich jetzt nicht drauf warten. Die faule Sau. Nicht einen Meter kommt er uns entgegen, weil sie guckt da so an der Ecke. Ach, das ist so ein Dicker, ne? Warte mal. Wenn du schläfst, bist du nicht so stark, ne? So, hier haben wir zwei kleine. Ist jetzt nicht der hier rechts? Wie weit läuft der? Obwohl, wo gucken die denn hin? Können wir uns doch ranpirschen hier. Oh, jetzt sind sie gleich zu dritt. Ah, oh, wir warten noch, bis der eine weggeht. Wenn ich doch nur an diese Schnalle käme. Es brennt wie Feuer. Hm? So viel zu deiner Beförderung. Bleiben wir wachsam. Hey! So, die beiden haben wir. Okay, wie viele sind hier noch? Der hier, aber da hinten waren auch noch drei, ne? Ah, schön bis hierhin kommen. Merkwürdig. Hey, was? Ruhe nun in Frieden. Vor allem Ruhe. Ruhe und Raste. So. Hi, habt ihr einen Schlüssel? Ich suche jemanden mit einem Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Hä? Wo ist der Schlüssel hin? Knochenwürfel? Hast du einen Schlüssel? Aha! Ja, siehste, wir mussten ihn nur beklauen. Ein Kinderspiel. So, eigentlich hatte ich ja der kriminellen Vergangenheit abgeschworen und wollte keine Leute mehr beklauen, aber in dem Fall war es nicht anders machbar. Er hat nämlich einfach hier abgeschlossen. Die Bibliothek ist immer öffentlich zugänglich. Wir lassen uns als gesellschaftliches Mitglied hier nicht ausgrenzen. So.
Aber wo ist die Kiste? Ah. Oha. Echt? Wow. Echt? Ein Rätsel. Feuer. Ist die Kiste denn über uns? Von außen oder kann ich die auch von hier? Oh Mann! Da kann ich die auch von hier kaputt machen. Okay, hier kann ich nicht durchwerfen. Jetzt muss ich außen wieder hochkraxeln. Oh. Geh mal runter. Aha. Oh mein, oh mein. Okay, schätzungsweise von diesem Gerüst. Oder auch nicht. Durch dieses Fenster. Da ist die Truhe. Und hier vielleicht? Kann ich mich hinstellen? Nee. Durch dieses Fenster. Auch nicht. Von oben ist ja unwahrscheinlich, ne? Vom Fenster her, ich würde behaupten, das ist dieses hier. Aber ich kann mich ja nicht aufs Feuer stellen. Kann man das ausmachen? Das Feuerflamme. Und so kann ich nicht werfen. Aber doch nicht von da drüben, oder? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. So, angenommen, ich wäre hier. Was hast du denn jetzt gefunden? Nee, von... ja, dass da die Kiste ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Hab's ja schon gesehen. Aber wie komme ich da rein? Es gibt auch nichts, was noch so hoch ist, ne? Also von hier definitiv nicht. Hier ist auch nichts, was ich irgendwie schieben, ziehen, drücken, drehen. Oder bin ich hier zu hoch? Hm.
Na, eigentlich ja nicht. Nee, die kleinen, die Fensterspitzen sind ja immer noch mit mir. Die zeigt mir nichts an, ne? Das muss von außen. Wir müssen mal dran denken, dass man einen Strauß Blumen mitbringt zur Beerdigung von diesem Opa. Und irgendwie so eine Trauerkarte an dem Sohn. Wie leid uns das alles tut, dass wir das nicht mehr zeitlich mit untergekriegt haben. Bis zu seinem Ableben. Wir haben die letzten 10 Jahre denn damit verbracht, dieses blöde... die Kiste da irgendwie aufzukriegen. Also mir wird jetzt nur die Kuppel einfallen, mit der ich höher bin. Hier ist nichts zu ziehen. Habe ich hier was kaputt gemacht? Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Habe ich hier eine Kiste kaputt gemacht, an der ich hätte stehen müssen? Weil da sind die, ne? Und hier sind ja kaputte Bretter. War ich das? Ich würde auch kurzzeitig aufs Feuer gehen. Aber es hilft mir nicht. Verstehe das nicht. Das ist zu tief, ne? Und ich kann von hier auch nicht das andere Fenster öffnen. Könnte halt echt was gestanden haben, wo ich hätte raufspringen müssen, ne? Ne, oben war alles zu. Oh, das ist ja ärgerlich. So weit gekommen. Ich kann hier halt auch nichts schieben, ziehen. Wieso sollte ich das tun? Klar, ich bin ich, aber... wieso sollte ich hier hochkommen und... Keine Alternative. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein explodierendes Fass, das ich mitnehmen kann? Nee. Nee.
Ja gut. Gucken wir das nächste Mal da wieder hin. Also wenn wir hier nochmal dran vorbeikommen und wir sollten dran denken, gucken wir mal, ob denn vielleicht das Holz nachgespawnt ist. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich nicht das gewesen sein. Dann habe ich mich gerade selber verarscht. Entschuldigung, darf ich mal durch? Entschuldigung. So, jetzt wollen wir erstmal zu dem Opa. Oh, wird heute ein bisschen länger, die Folge. Wo ist der Opa? Geh auf Erkundungsflug. Jetzt wäre ich fast in die Wüste gelaufen. Ja, folge dem Feuer, finde heraus, warum der Buffer den mit seinem Blut benannt hat. Ah, hier vorne. Da müssen wir hin. Wir sind genau auf der falschen Seite. Oh, watscheln wir hier nochmal durch. Wir sind ganz normale Studenten. Weg da, du Pissgöre. Ich muss lernen. Weg da, du Penner. Ich hab bald eine Vorlesung. Mach den Dreck hier weg. Den Hausmeister immer gut stellen. Der gibt die Fußbälle wieder raus. Wenn sie einkassiert wurden, weil ihr eine Pausenlade damit rumgeschossen habt. Macht natürlich keiner, ich weiß. Kann ich hier auch hochrutschen? Oder geht nur runter? Schön. Damit haben wir das auch geklärt. So, einmal hier hoch. Hallo? Möchte der Kalif daran erinnern, dass jedwedes Problem mit der Rechtsprechung im Kalifat dem... Wie sie so tut, als ob sie schreiben könnte, dabei weiß jeder, dass sie nur Bilder malt. So. Ich weiß, sie war böse. So. Opa! Ah, da bist du ja. Hm, 10 Meter. Unter mir? Die Scherbe müssen wir ja auch noch holen. Siehste, siehste. Boah, hat der auch noch eine andere Platte auf Lager, oder was? Ja, wo ist denn hier 10 Meter? Drei, zwei, eins, zwei. Es muss irgend so ein heiliges Ritual sein, was ihr da macht. Weiß ja nicht, woran er glaubt, aber... Es hört sich an, ey, als wenn er so einen Durchfall hätte. Das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Da haben wir hier 32 Meter. Wir distanzieren uns. Irgendeine Seite von unten ran? Ja, da staunst du, ne? Ich hänge hier fest. Aha. Nochmal was fürs Allgemeinwohl tun.
Kann man hier die Tür öffnen? Nee. Jetzt bin ich hier für die ganze Mission zu blöd, oder was? Seid gewarnt, dass ein Kobranest Reisenden vor unseren Stadttoren zu schaffen macht. Lasst Vorsicht walten und achtet stets darauf, wo ihr hintretet. Bürger Bagdads, die Aufständischen wurden erneut besiegt. Erfreut euch an der raschen Antwort des Kalifen. Ich komme hier nirgendwo rein. Nee. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hier hin soll. Fehlt mir was? Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Muss ich noch mal zur Bücherei? Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Haus der Weisheit. Wir haben da halt noch den Buchsammler. Muss ich da hin? Historische Stätte? Okay, das haben wir nicht gelesen. Mich fleucht, wir sind hier noch nicht fertig. Muss ich zum Buchsammler hin? Aha. Warte mal, die Werkstatt in der Bücherei? Da, die Werkstatt? Weil das hatten wir. Das hatten wir. Das haben wir jetzt auch. Er stirbt sowieso bald. Er braucht das alles gar nicht mehr. So, wir hatten das. Doch, das haben wir ja auch gelesen. Wir haben hier auch nichts weiter zum... Also bis auf das Übliche haben wir hier nicht mehr einzusammeln. Ich glaube, wir müssen nochmal in die Werkstatt. Ich scherbe. Hier ist ein Mitglied von Aviab. So. Nein, ich bin kein Mörder. Ich bin doch nur auf sie raufgefallen. Und es war zum guten Zweck. Ich wollte eine Scherbe haben für eine magische, coole Rüstung, die hinter magischen, coolen Toren ist. In einer versteckten Kammer. Ja gut, jetzt haben wir Fahndungsplakat. Haben wir leider nicht hier. Wir müssen hier nochmal rein.